Guten Abend, liebe Zuschauergemeinde. Und herzlich willkommen zurück zu Dead Island 2, wo ich einfach mitten in der Pampa stehe. Was ist hier los? Und warum ist hier einer von denen? Beim letzten Mal haben wir hier ein bisschen erkundet, die ein oder andere Nebenquest gemacht. Eher mehr erkundet. Und heute wollten wir mit der Hauptstory weitermachen. Wir müssen nämlich Michael, also Michael, zu den Monarch-Studios hinterherjagen, weil er nicht gerade der hellste Kopf ist. Ich wusste doch, dass du wieder aufstehst. Muss echt sagen, der Pike gefällt mir immer mehr und mehr. Ey, die spawnen halt einfach hinter mir. Ich gehe am besten einfach weiter. Ja, schönes Erlebnis war immer noch, wo ich hier so 3-4 Mal zwischen den Gebieten hin und her gegangen bin, weil ich einfach nur zu dem Händler wollte und dann beim letzten Run bemerkt hatte, dass auch hier ein Händler ist. Ich habe den Arzt niedergestreckt. Nein. Oh, danke für die Chemikalien. Als ob du nicht aufwachst. Die denken auch, ich wäre verblödet. Irgendwo weiter da vorne war ein Eingang, wo richtig viele Matschbühnen standen. Ja genau, den Eingang meine ich. Mal Ryan, Cole Evans, PWT, Kramer. Ich kenne euch alle nicht. Achso, ihr seid frühere Soldaten. Dann muss ich euch nicht kennen. So, in die Grütze mit dir bitte. Warte mal. Von hinten hat sich irgendwie so ein Schwarmtyp angeschlichen. Ich wollte in den Rucksack und mir das Wurfgeschoss hier in die Leiste einmal kurz packen. Weil ich wollte das in die Grütze werfen. Danke für das Abo, Shane. Ach, da fällt mir ein. Man will ja eventuell auch den Chat sehen. Man sieht zumindest die Animation, die jetzt mittlerweile flüssiger funktioniert. Die funktionieren ja den ein oder anderen Abend nicht so richtig. So, hab das Problem behoben. So, einen Sergeant haben wir down. Geht mal in die Grütze rein, wo ihr hingehört. Macht euch die Grütze nix? Ich glaube, die Grütze macht denen nix. Das ist geil, die Pike hat so eine gute Reichweite, dass ich das Teil pieksen kann, ohne dass es mir selber Schaden macht. Bleibt mal da drin. Ist wesentlich einfacher. Außerdem muss ich dann meine Waffe nicht beanspruchen. Da, guckt euch die Grütze an. Du auch! So hart gegen den Hinterkopf getreten. Ah, danke, du hattest auch mal die Schlüsselkarte. Die sehen so merkwürdig aus, nachdem die in der Grütze waren. Also klar, es ist Säure, aber sie sehen halt trotzdem mega weird aus. Oh, da liegt was Schönes für mich. Was liegt denn da? Rohrbomben? Oh, endlich spricht das Spiel meine Sprache. Explosive Wurfgeschosse. You guys here for the studio tour too? Hey, wollt ihr mal meine Rohrbomben sehen? Ach, ist das schön. Und überhaupt nicht laut.
Irgendwie hat er sich gerade selber gelöscht. Ich verstehe nicht wie, aber er hat's getan. Ich sehe hier halt nicht mal Wasser. Wie hat er sich gelöscht? Ich muss das nicht verstehen, ne? Nein! Das brauche ich nochmal. Und ich kann hier einfach pieksen. Danke! Danke für den Besuch bei Wir stechen Sie ab! Incorporation. Bitte beehren Sie uns bald wieder und hinterlassen Sie bitte auch eine... genaue Beschreibung, wie sie ihren Dienst genossen haben. Ich brauche diese anderen Bomben, sonst kriege ich das Wasser hier nicht weg. Okay, offenbar arbeite ich hier nur mit Bomben. Ich merke mir, die mit dem Stachel ist die Rohrbombe und die andere ist die Wasserbombe. Ich die einmal verwechsel aus der Nähe. Habe ich ein Problem. Oder ich nehme einen Wasserkanister. Jetzt hätte ich gerne eine Rohrbombe. Hi! Dich muss ich sogar pieksen. Nicht, dass ich am Ende die Bomben treffe. Nein, danke. Guck dir die Bombe an! Okay, den juckt diese Bombe nicht mal. Ich habe irgendeine neue Fähigkeit freigeschaltet. Hilf einen Zombie mit einem Wurfgeschoss, um einen Aufladebus auszulösen, der gestartet werden kann. Okay. Erstmal wieder Taste vergessen. Boah, wie gut ich diesen Angriff ausgewichen bin. Willst du noch eine Beladung? Böser Zombie. Böse. Ist da sonst noch wer? Was, wenn ich den Tanker damit erwische? Dann macht's Boom. Das hätte wahrscheinlich alle vernichtet. Wie bist du denn hier lebend durchgekommen, Michael? Irgendwas muss ich einmal kurz auf die Granaten da werfen. Von dem ist ja nicht viel übrig geblieben. Wie ist er hier durchgekommen? Wir lernen hier bestimmt einen neuen Zombie-Typus kennen. Mir gefällt es auf jeden Fall, dass ich jetzt Rohrbomben habe.
Das gefällt mir richtig gut. Karte? Okay. Friends without Benefits, Seawood, Space Fox. Wir sehen hier, was für Filme hier gerade gedreht werden. Oder gedreht werden sollten. Dem Mu-Protokoll. Die Monarch Studios. Ich darf eine weitere Karte verwenden. Das bringt mir nichts. Nämlich einen Sprungkick. Ich hab das doch gerade reingetan, oder nicht? Hab doch den Sprungtritt, oder nicht? Ach so, der Dropkick zählt nicht als Sprungtritt. So, ich will da rein. Tür sagt jetzt gerade nein. Wo ist der Teil, der mich reinlassen würde? Eine Security Kühlbox, komme ich nicht dran. Warum rastet der Stuhl so aus? Über den Stuhl komme ich nicht rein. Wir müssen hier rüber. Na gut, ich sehe ja, dass ich mittlerweile die Wasserbomben nicht mehr brauche, ne? Die perfekte Kombo. Damit sie anlocken und damit sie sprengen. Ah, okay, ich muss dann aber ein bisschen kürzer werfen. Ist er nachträglich gerade in meinen Speer gesprungen? Warum ist die Musik hier so bedrohlich? Weil da einer gerade versucht zu spawnen. Nicht nur einer. Erwischt. Nein. Aus. Danke für den Energy Drink. Was hab ich denn da für eine Kettenreaktion gerade ausgelöst? Ich wollte nur die Eiden sprengen. Ich hatte nicht vor, so eine Kettenreaktion auszulösen. Hey, geh mal da rein. Wenn einer fragt, das war ich nicht.
Da ist ein dicker, fetter Balmer. Tschüss. Langsam komme ich mit denen klar. Also der erste davon, der hat mir richtig schön den Abend versaut. Jetzt zerlege ich die einfach nur noch. Kann ich wirklich nicht da rein? Doch, kann ich. Aber dann habe ich Fans. Hallo? Dachte, ich hätte jemanden gehört. Dem Miststück schmeicheln. An Albert Wong, bitte. Operation dem Miststück schmeicheln. Hey, Bro! Die Operation läuft gut. Sie lässt sich definitiv darauf ein. Der Wong-Charme wirkt wie ein Wunder. Aber ich darf nicht überstürzen. Hab Garrus gefunden, dass sie Tennis spielt. Also bin ich ihr in ihrem Club zufällig über den Weg gelaufen. Ich habe sie natürlich gewinnen lassen. Aber beiläufig das Crypt erwähnt. Und wie günstig sich eine Empfehlung der berühmten Emma John auswirken würde. Aber alles ganz subtil. Verstehst du? Die Saat ausbringen, noch eine Woche Bauchpinselei, dann kann ich sie vielleicht überreden, ein paar Anrufe für uns zu machen. Ich kann diesen EP-Kredit schon riechen, mein Freund. Wir sprechen uns. Kümmern du dich weiter um deine Aufgaben. Burn. Das ist jetzt mein Bett. Ja, ich weiß, die Matschbirne, die ich höre, ist die ganze Zeit der da. So, da kommt wahrscheinlich auch einer raus, wenn ich das öffne. Hier ist echt viel weniger los, als ich dachte. Nur die Musik ist unheilvoll, aber ich finde, es geht. Finde, Maike, bevor etwas anderes dir zuvorkommt, habe ich jetzt da oben stehen. Das habe ich gar nicht gemerkt. Yes, please. Die Geheimnisse von Soundstage 7. Ich muss mich hier doch noch umschauen. Oh, ich habe eine schlechte Karte hier gerade gefunden. Klare Sicht. Schlag drauf, wenn sie am Boot sind, schlage einen Zombie nieder, um einen moderaten Schadensbuch für deine Distanzwaffen, Waffenwürfe und Wurfgeschosse zu erhalten. Oh. Ja, dann trete ich doch gerne rein. Und dann muss ich noch den Space Fox Live Feed mir anhören. Oh mein Gott! Kian ist auf dem Bein. Blutet aus dem Hals. Die Kühe kümmert sich um ihn. Kevin, Dings, Kirschens. Bieb dich! Geblockt! Beten für E-Log. Also Hashtag beten für E-Log, beten für Kian. Zittere wie Essenblaub, hab gerade gesehen, wie man getötet wurde. Und Kian Clark wurde bei einer Autogrammstunde angegriffen. Sie haben ihn erschossen. Er hat sich losgerissen. Er ist irre. Er hat einen Typen gebissen, der ihn festhalten wollte. Security hat ihn. Beans denn? Ein Typ ist über den Tisch gesprungen und hat Kian Clark angegriffen. Was zur Hölle, verdammt. Die Leute kriegen jetzt ihre Fotos und Autogramme. Picara ist in voller Montur da. Hashtag Dedication und Hashtag SpaceFox 2250. Die sind alle im Kostüm da. Das sieht super aus.
Die sind hier. Ich lese die Hashtags jetzt nicht mehr vor. Da vorne steht ein Typ, der aussieht wie der Tod. Sagte, er wollte das auf keinen Fall verpassen. Und solchen Eischlichen fangen wir uns die Bazillen ein. Hab mich jetzt angestellt. Die Kühle trifft letzte Vorbereitungen. Nope, das sind keine Originale. Die sind von einem anderen Event. Aber ich baue das komplette Set. Hab einen netten, echt netten Merch ergattert. Ich lasse das Video später hoch. Das müsst ihr sehen. Geilen Typ in einem lächerlichen Fox-God-Kostüm mit einer selbstgebauten DD09. Das Ding bewegt sich und macht Geräusche. Kann alles, außer fliegen. Schon ein paar tolle Cosplays hier. Sehe ich ja später noch an. So viele Leute in diesem Moment auf im Weg zu dem Monarch-Studio für eine Spezialautogrammstunde. Hup, hup. Warum nicht die Hashtags jetzt nicht vor dir gelesen habe? Einfach nur so. Mein Inventar ist schon wieder voll. Was machen wir da nur? Einfach ein bisschen was verschrotten. Ich warte nur darauf, dass hier einer so richtig fies um die Ecke gammelt. So, da drin habe ich noch nicht geguckt. Michael Anders und der Heilige Gral. Na gut, hab mich jetzt umgeschaut, ich muss hier durch. Ich muss die Sets absuchen. Wow. Okay. This is really fucking cool. Die Hinterhalte warten jedoch nur. Hallo. Ich habe ihm zu einem Moonjump geholfen. Okay, hier ist eine Sicherung. Muss die irgendwo speziell hin? Warte mal, erstmal. Okay. Keiner hat Interesse. Da ist keiner. Es wäre die Frage, wo das hin muss. Ja, ich sehe dich. Keine Sorge. Keine Sorge, ich habe dich gesehen. How do I get out the other side? Siehste, hab dich beachtet. Wenn du mir schon so munter fröhlich zuwinkst. Was ist denn das für eine dämliche Tür? Okay, eine Spinne. Und hier oben war eine Lagerkiste. Okay. Also ich muss schon sagen, hier sind echt
wenig Matt spüren. Locked from the outside. There's gotta be a way through the soundstage. Ah, hier muss wahrscheinlich die Sicherung hin, oder? Nee, hier wird Strom benötigt. What is this shit? Hier konnte sich einer nicht beherrschen. Funktioniert das? Haben doch jetzt Strom oder nicht? Ich glaube, die brauchen eine andere Version von Strom. Ich kann ja mal den Kabeln folgen. Ah, da muss die Sicherung hin. Hi. Ich habe gelernt, ne, fürs Reintreten kriege ich extra Schaden. Wo hat die Sicherung abgelegt? So, jetzt kann ich die ganzen Sachen hier machen, ne? Ah! Okay. Ich glaube, das bräuchte ich gleich. Was für ein schöner Effekt. Less amazing. Die sollte ich nicht mit Feuer bekämpfen. Der Regeneffekt ist schön. Bitte? Ja, außerdem Malmö überlebt das halt keiner, ne? Hi. Fall um! Danke. Okay. Freddy Boom Boom ist ausgeschaltet. Den Regen mache ich mal nicht weiter an. Oh, und schon ist die Magie kaputt des Films. An dem Filmset ist Michael wohl nicht. Guck mal, direkt eine weitere Werkbank. Ist hier noch eine andere Tür, die durchgangen werden will? Die hier zum Beispiel. Nice. Kinda wanna see this movie. Das ist doch ein schöner Film. Hey, fang! Danke! Dank fürs Fangen! Guck mal, die brauchen gar keine Spezialeffekte. Cool, die engagiert sich richtig gut für den Film. Guck mal, der da macht sogar Moonwalks.
Der moonwalkende Zombie. Genial. Ich weiß nicht, wie ich ihn da reingebackt habe, aber ich find's schön. Ach, die Tür hier könnte ich nicht mal öffnen, selbst wenn ich's wollte. War schön, dass sich hier die Crew wenigstens ins Zeug geworfen hat. Den Film so realistisch wie möglich zu machen. Guck mal, sie kommen halt sogar aus der Erde. Ich muss hier echt aufpassen. Gerade weil die aus der Erde kommen können. Hier kommen die auch bestimmt wieder raus. Kabum! Ah. Ist das schön, sie brutzeln zu sehen. Solange keine Malma da sind, sollte ich eventuell diese Fähigkeit immer auf Blocken packen. Statt auf Ausweichen. Ich finde das Ausweichen generell nicht so geil. Muss ich aber auch sagen, ne? Ach, du wolltest nur grapschen. Nein, misch dich mal nicht da ein. Ich und der nette Herr hier hatten gerade ein schönes Gespräch. Dann brauchst du dich nicht einmischen. Meine Lieblingswaffe wieder in die Pfoten. Ach, ich liebe diese Waffe. Wir suchen hier den alten Maya-Schatz. Meint ihr, wir werden fündig, Leute? Den geheimnisvollen Schatz von Atmen-Ra. Ich weiß, das war ein Ägypter. Einmal kurz weg mit dem Scheiß. Okay, funktioniert nicht. Stuff again. Like it's stalking me. Or I'm stalking it? Im Regeneffekt entfernen. Hauptsache, die können nicht mehr aus dem Boden kommen. Denke ich mir gerade. Weil das finde ich schon fies. Okay, nur von der anderen Seite. Hi. Ich mach mal eine Kombination aus das und das. Das war eine gute Kombi. An der anderen Seite. Wo genau muss ich denn von der anderen Seite da ran? Müsste ich ja von... hier aus irgendwie dahin. Weil hier ist ja kein Durchgang in der Hinsicht, also wie käme ich da hin?
Hier ist ein Medkit für mich, für schlechte Zeiten. Sind aber schon recht kleine Studios. Zumindest von dem, was ich hier gerade sehe. Es wirkt nicht gerade groß auf mich. Ach, sind wir schon wieder draußen. Der Film lief wohl nicht so gut. Ich muss erstmal meine Umkleidung für den nächsten Film bereit machen. Ich habe die Security gefunden. Danke. Die Security Coolbox war ja am Anfang. Die können wir uns beim Rückweg gönnen. Ich verstehe jetzt nur nicht, warum man unbedingt diese Q-Box abschließen musste. Wäre es ein Safe gewesen, dann hätte ich es ja verstanden, aber doch nicht bei der Q-Box. Hallo. Herr Praktikant. Das sind seine Fußspuren, sind wir da sicher? Wir haben keine Beweise, dass es seine sind. Die Stühle in dem Spiel, ne? Die Nachricht heißt, es macht eigentlich... Ja, Punkt, Punkt, Punkt. Ein nur teilweise geladener Artikel aus dem, in der Klatschspalte der Sportseite der Website von LA24 News. Die Bilder konnten aufgrund eines Verbindungsproblems nicht geladen werden. Der Text ist vollständig. Wollen wir heute wieder einen Blick in die Vergangenheit riskieren? Erinnern Sie sich an Logan Carter? Mitte der 20er sorgte er in der Welt des Footballs für Schlagzeilen. Nach den nervenzerreißenden Playoffs im Jahr 2004 sah es so aus, als könnte der junge Quarterback die Texaner bei den Meisterschaften zum Sieg führen. Die Hoffnung der texanischen Fans und die Karriere des jungen Mannes fanden jedoch mit einem Unfall nach einer Trunkenheitsfahrt ein jähes und grausames Ende. Sein Bein wurde zerschmettert, seine junge Beifahrerin kam bei dem Unglück ums Leben. Ich glaube, davon habe ich sogar gehört, dass irgendwas in der Richtung passiert ist. Nun, wenn Sie sich noch an ihn erinnern, dann würden Sie ihn jetzt kaum wiedererkennen. Nachdem er lange wie vom Erdboden verschluckt war, wurde er jetzt an einer Tasche in Montana gesichtet. Sie haben mich gehört. Er sitzt wieder hinterm Steuer. Verdammt, wir waren uns zuerst nicht sicher, ob er es wirklich ist. Aber seine Tattoos ließen keinen Zweifel an seiner Identität. Wenn Sie nicht erkannt werden möchten, Mr. Carter, würden wir Ihnen einen guten Abdeckstift empfehlen oder längere Ärmel. Man kann doch nicht anhand von Tattoos jemanden entdecken. Ich hatte nicht vor, das wegzudrücken. Schon klar, dass unser Nachbarland kein Footballparadies ist. Dennoch überrascht es, weil ich unübersehbaren Tribut es von einem Mann fordert, in Kanada zu spielen. Welche Verbrechen gegen den Football musste er dort mit ansehen? Carter wurde 2004 zum sexiesten Mann von Texas gewählt. Aber wir glauben kaum, dass die Fans ihm hier jemals wieder ihre Stimme schenken würden. Aber eins muss man dir lassen, Logan. Das ist ein echt niedliches Hündchen, das da im Fenster deines Trucks sitzt. Okay. Ja, Stars werden halt sehr schnell vergessen, ne? Ab hier wieder keine Fußspuren mehr, ne? Aber dafür sehr nette Gesellschaft. Eeny, meeny, miny, mo. So, mal eben kurz unter Strom gesetzt. Da sind zwei dicke, fette Malmer. Nein. Neben mir ist irgendwas explodiert. Ich weiß nicht mal warum.
Ja, ich weiß, bei euch bringt Blocken nichts. Ich habe ihn in die Luft gejagt. Ein Treffer noch, dann ist zumindest der eine tot. Zwei von denen sind echt gemein. Jetzt fall doch mal um. Danke. Heilerei. Okay. Danke. Ich hatte mir noch da hinten noch ein Medikit für schlechte Zeiten aufgehoben, oder? Das darf mitkommen. Stabbed. Oh, it's Michael and his kitchen knives again. Warum muss kann er sie one hitten und ich nicht? Das ist ein schlechter Witz. Du interessierst mich nicht, die Bohne. Die da sind das Problem. Warum sind da schon wieder welche von denen? Komm. Der ist fast tot. Brenn! Wenn er jetzt wieder zwei von denen stehen, ne? Dann werde ich wütend. Danke. Stage 05 haben die ganze Zeit abgehangen. Da ist er lang. Also gucke ich zuerst da. Da will... Och, come on. Ich hätte sie brutzeln können. Aber wo wäre denn hier eine Batterie gewesen? Der Durchbruch von Mitch. Wie läuft das Shooting? Total super. Ich habe vorhin sogar Emma kurz gesehen. Und ich habe nochmal über meinen Text nachgedacht. Soll ich das eher zurückhaltend spielen oder leidenschaftlich? Das könnte mein Durchbruch werden. Ich will also Eindruck schinden, verstehst du? Als Agent rate ich dir, tu, was sich richtig anfühlt. Dafür wirst du bezahlt. Richtig, richtig. Wäre es übertrieben, wenn ich weine? Nur eine klitzekleine Träne? Ich bin sicher, die Regie wird es dich wissen lassen. Klar, ich will es nicht übertreiben, aber ich will es auch auf gar keinen Fall untertreiben. Meine Szene könnte das emotionale Herzstück des Films werden. Erwin, du hast nur einen einzigen Satz und dieser Satz lautet, okay, interpretier da nicht so viel rein. Hol dir einfach deinen verdammten Check und weiter geht's. Er wollte sich Mühe geben. Danke für den Vorschlag, Kammer, den ich wahrscheinlich null gebrauchen kann. So, wollte gerade sagen, du wirst doch bestimmt aufstehen. Gib dir keine Mühe. Was soll immer diese unheilvolle Musik? Ich laufe hier doch nur lang. Ich habe das Gefühl, dass er irgendwie in diesen Schleim geraten ist und sich schon verwandelt hat. Folgen wir mal erstmal den Fußspuren. Eeny, meeny, miny, mo. Komm her, du willst es und du weißt es. Oh.
Tschüss. Da geht der nächste Statist. Da kam der einfach da raus. Glaub ja, wo es hackt. Da ist sogar einer gestorben, ohne dass ich nachhelfen musste. Aber wir sind doch hier gerade neben diesem Studio. Deswegen war die Tür versperrt. Ja, kann ich noch mal eben kurz an die Werkbank da hinten. Ich würde schon gerne Michael heute finden. Warte mal. Da ist mein Vorstockhammer. Bam. What am I following? Michael, you better not have made a new friend. Bam. 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 Okay, der hat Kraft, der Vorschlaghammer. Ah. Die fallen um wie die Fliegen. Der hat 100 Pro einen neuen Freund gefunden. Der gute alte Michael. Warum? Lege ich mich doch nicht mit euch allen an. Wäre schön dämlich. Auch um die Ecke hat einer gewartet. War wohl einer der Producer, so wie der angezogen ist. Fände ist nicht unwahrscheinlich, wenn die auch unterm Bett hervorgekrochen kämen. Wie hieß es in einem Film? Diese Biester sind höhentot, aber nicht taub. Requisiten. Das würde ich doch gerne mitnehmen. Kann ich teuer an die Fans verticken. Muss ja auch irgendwie mein Geld machen. Irgendwie ist da so ein bisschen Ketchup bei meinem Vorschlaghammer. Da gehe ich nicht hin. Da komme ich gerade her und da sind schon wieder zwei von diesen Drecksmalmern. Damn, Miguelito, I need to give you more credit. Vielleicht war das gar nicht Michael, der hier alles umgenietet hat. Könnte auch sein, dass hier noch ein Überlebender war und der sich hier gerade so durchboxt. Kelly Joss Koffer. Ich darf nur Prominente noch verdreschen. Das ist ja ein Träumchen. Die Dixie-Klos wurden aber auch schon lange nicht mehr gesäubert. Aua. Hier ist nix. Auch so ein bisschen was zu mitnehmen. Michael, bist du hier? Michael! Hey, Michael!
Bin bei Soundstage 3. Unerwünschte Freunde. Okay, das ist eine längere Nachricht. Idyllischer Wald im Tag. Die Kamera schwenkt nach oben und zeigt Sophia und Benji, die sich leidenschaftlich küssen. Vögelchen umflattern das Paar und die Kreaturen des Waldes beobachten sie verzückt. Sie lösen sich voneinander und blicken sich tief in die Augen. Sophia, ich liebe dich. Sie küssen sich wieder. Zehnwechsel. Benjis Schlafzimmer am Tag. Benji liegt träumend im Bett. Er lächelt und gibt wohlige Laute von sich. Horatio, der Mops schlägt ihm das Gesicht ab. Benji öffnet die Augen. Sein Gesichtsausdruck wechselt von glücklich zu konsterniert, als er Horatio sieht. Horatio starrt zurück. Seine Zunge hängt heraus, er winselt. Das Publikum lacht. Benji setzt sich widerwillig auf. Er wischt sich die Spucke aus dem Gesicht und mustert sie voller Ekel. Benji, oh Mann, Horatio! Horatio hüpft vom Bett und watschelt davon. Benji lässt sich zurückplumpsen und stark gedankenverloren an die Decke. Publikum macht Schaden vor. Wohnzimmer am Tag. Sophia kniet auf dem Boden und herzt Horatio. Sie verzieht das Gesicht, als er es abschlägt. Oh, bist du süß. Sophias Schlafzimmer am Tag. Wir sehen ja halt irgendein paar Szenen aus dieser Komödie offenbar. Sophia liegt träumend im Bett. Sie trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift Ich hasse frühe Vögel. Sie lächelt und macht Laute des Wohlgefühls. Haarkämmen ist bei ihr im Bett und peckt sanft an ihrem Wangen. Sophia öffnet ihre Augen und ihr Lächeln erstarrt. Vor lauter Glück fällt Haken nicht auffällt, dass etwas nicht stimmt. Hi. Sophia erinnert sich plötzlich daran, was am vergangenen Abend passiert ist. Sie zwingt sich zu einem Lächeln. Hi. Haken platzt fast vor Freude. Ich kann es kaum glauben, du und ich. Sophia nickt mit aufgerissenen Augen. Oh, wem sagst du das? Das Publikum lacht schon wieder. Haken springt aus dem Bett. Heute wird ein großartiger Tag. Komm schon, sonst verpassen wir das Beste. Hakim verlässt mit federnden Schritten den Raum. Sophia lässt sich zurückplumpsen, drückt sich ein Kissen ins Gesicht und schreit laut hinein. Ich kenne es von meinem Hund, wenn er einem morgens meint, ihn durchs Gesicht schlecken zu müssen. Schlachterei-Vorteil? Schlachterei? Wo haben wir denn Schlachterei? Ach, da! Erhöht den Gliedmaßenschaden und die Haltbarkeit. Oh. Gliedmaßenschaden hätte ich gern hier. Nehme ich auch gern ein bisschen Angriffsgeschwindigkeit weg. Wenn ich die Gliedmaßen dafür noch besser abtrennen kann. Bräuchte ich eigentlich auch bei dem Hammer, aber der braucht die Angriffsgeschwindigkeit mehr. Naja, mehr Gliedmaßenschaden heißt, die Knochen und so weiter brechen schneller. Michael came this way, but so did the Goop Monster. Ich wette, das Schleimmonster kriegt ihn. Ich wette das. Where do you go from here? Only way is down. Ich habe eine tolle Idee. Ich gehe da gar nicht erst runter erstmal. Könnt ihr euch mal kurz da versammeln? Allesamt? Och, seid ihr aber nett. Lebt noch irgendwer von euch? Beziehungsweise kann sich noch einer bewegen? Ein paar Sekunden warten. Scheint nicht so, als ob sich einer von denen bewegen will. Sie alle gesprengt. Aber da hat sich einer offenbar bedeckt gehalten. Jo, Sprinkleranlage. Warum habt ihr alle Sprinkleranlagen hier? Ach, ich hätte zur Not dann auch dahin locken können. Dann hier alles unter Strom setzen. Verstehe ich schon. Ja, ist nicht dumm.
Ich wünschte, mein Charakter würde das mal machen. Aber Kompliment, wie gut er sich hier durchboxt. Viele werden schon längst auf dem Weg krepiert. Der Grund, wofür er es macht, war ja dämlich. Der wollte ja nur irgendein Band, glaube ich, holen. Wenn ich es richtig verstanden habe. Ach, da ist ein Spiegel und kein Durchgang. Shining. He took the elevator? Scheinbar. It's okay. No rush. Soll meine neuen Freundin in Schach halten? Wo kommt ihr denn überhaupt her? Ich war hier gerade überall. Zum Glück fallen die um wie die Fliegen. Ach, der Hammer ist hier so angenehm. Sein Schaden in Kombination mit der Schockwelle, ne? Stimmt ja, ich kann sie doch ablenken. Danke, liebes Publikum. Auf die Füße! Guck mal, ich weiß nicht, wo die Lacher herkommen, aber die verstehen, was Sache ist. Und was einen guten Treffer ausmacht. In die Visage! Ja, der will nur den Zaun checken. Wem sagt man das? War ja nicht mein Aufzug. Oh, hijo de puta. I'm an idiot. Goop Monster's after Michael, so I'll follow the goop. Ich wette mit euch, Michael wird sterben. Entweder das, oder wir retten ihn in einer richtig lustigen Situation. Ich muss, wie gesagt, sagen, der Vorschlag kam mal mit diesem Einschlagmodul. Ultra angenehm. Weil der auch generell die Kraft hat, die übelst weit wegzuschlagen. Da drin wartet der wahrscheinlich. Ja, da drin ist zumindest irgendwer. Hi. Ciao. Ach, du hast einen Kumpel dabei. Sag das doch. Ich habe einen blauen Radmutterschlüssel bekommen. Ich komme aber nicht mehr an das Teil, was dahinter war. Naja, wird jetzt nicht so wichtig sein. Das blaue Radmutterding, das kann ich auch direkt hier verbessern. Aber drüber klettern ist wahrscheinlich nicht. Gehe davon aus, dass wenn ich da vorne hingehe, dann eine Filmsequenz passiert. Deswegen mache ich hier mal ganz kurz den Avatar aus dem Bild. Ich hoffe einfach mal, dass ich richtig liege.
Kommt hier jetzt eine Filmsequenz, wenn ich da reinkomme? Warte mal, wenn hier ein Boss kommt, will ich schnell sein. Michael? How far did you get? Spinnengift. End of the line, Goop Monster. Ja, da Emma Johns Teil. Ich guck mich noch mal ganz kurz um. Truck-Explosion-Stunt. Ich kann den Truck in die Luft fliegen lassen. Ich guck mich halt um, was ich hier noch eben kurz eventuell alles nutzen kann. Hier wartet ein Medikit auf mich. Was ich auch vermuten würde, eventuell, dass das Schleimvieh, das wir die ganze Zeit hier denken, dass es Maike verfolgt, dass es eigentlich Maike selbst ist. Pyrotechnik und Spinnengift haben wir hier. Hier haben wir Regen und auch nochmal den Pyrotech-Schalter. Wir haben hier richtig viele Schalter. Okay, let's go. Ach, er lebt noch. Sagte doch, da kommt eine Filmsequenz. Hat halt Sinn gemacht, dass hier was kommt. Ich nutze einfach mal, was ich hier kriege. Brenne! Eek! Ein Moment. Falscher Rucksack. Mir wird das eine hier nichts bringen. Ich glaube, durch Nessen könnte mir vielleicht was bringen. Alesis Hernandez. Wer willst du sein? Ich habe keinen blassen Dunst, wer du sein sollst. Aber mögest du brennen. Alter, wie intelligent bist du? Ist das wirklich Gift? Ich nutze einfach nur, was ich hier bekomme. Das ist halt ein Säuregegner. Aber Kompliment, dass er es lebend bis hierhin geschafft hat. Sein Kumpel, der ihn verfolgt hat, aber auch. Ich hätte gerne den Pyrotechnik-Effekt. Ich wollte dem Läufer dann einen Sprungkick geben. Funktioniert irgendwie. Hier hinten war doch ein Medikit, das gönne ich mir einmal ganz kurz. So, ich nehme jetzt den Hammer, damit ich die von mir wegschlagen kann.
Feuerteufel gehe. Oh, deswegen Feuerteufel. Aber danke, dass du mir ein Medikit vorbeibringst. Sehr nett von dir. Ich glaube nicht, dass das richtiges Gift ist. Mach Kaboom. Habe ich noch einen weiteren Pyrotech-Scheider, so rein zufällig? Boah, freue ich mich auf den Moment, an dem ich Knarren habe, ne? Wir haben noch den Truck-Stunt. Den Truck-Stunt. Ich versuche ihn hier hinzulocken. Oh, er kann ihn aufzünden. Ich wollte ihn hier hinzünden, bringen. Der Stunt hat trotzdem funktioniert. Er stand auch mal nah genug dran. Liquidiermod. Wo war der Schalter dafür jetzt nochmal? Da war Spinnengift. Ich glaube, hier auf der Seite war der Schalter hier drin, oder? Ja, den Explosionsstand kann ich halt jetzt nicht mehr auslösen. Aber Kompliment, Maike, dass du überlebt hast. Gegen den da. Großes Kompliment. Those guys really need to up their personal hygiene. You okay? I'm fine, just a bit hot. Hold up, that's what this was about, a Romero? Emma's Romero, but of course not. Dafür? Look, medical supplies. Someone sick? No, no, well, not yet. It's not like insurance is worth anything these days. We'll need these to, you know, keep us safe. Vielleicht sollte man noch die Tür zumachen. Yeah, you done all right, man. You and Emma are pretty tight, huh? Just give me more than I can ever repay. I can't be what she needs. I can't protect her. I got a way out for all of us. You can help keep Emma safe. I just don't know if she can do what she needs to do. She can do anything. So you gotta show her that. Sure. Yeah. Okay. Hey, you there? It's Sam B. Roger. Heard you was in the hills. Me too. Got a line on some guns. Pew pew. Sounds perfecto. No doubt. Come meet me. Oh, Pain klingt sehr gut. Let's get going. You don't want to get bit. Well, you don't need to worry about that, okay? I'll be fine. Ja, das hast du bewiesen. You good? Okay, catch you later. And thanks. Und dafür bin ich dir hinterhergejagt. Für das kleine Etwas an Heilung. Junge, die Menge an Medikamenten, die du da hattest, die habe ich standardmäßig dabei. Also ich meine jetzt hier gerade in-game. Du bist pures Dynamit. Dropkick-Angriff verlösen eine Explosion aus. Oh. No way I'm doing all that again. Gotta be a shortcut out. Da ist eine Abkürzung. Passt eine brave Spinne. Aber ich will wirklich testen, ich kann das ja immer noch zünden. War das wirklich Gift? Das war wahrscheinlich, um die irgendwie kurz zu verlangsamen. Weiß ich, mutigster Mensch hier. Ist das echtes Gift? Reinstellen. Wenn das jetzt echte Säure oder irgendwas in der Art gewesen wäre, hätten wir jetzt ultra was Knie pinkeln können.
Axt des Liquidierers. Was ist der Liquidierer-Mod überhaupt? Säure ist das. Ich kann jetzt Säure auf meine Waffen packen. Two stars out of five. Too much goo. Sweet effects. Hello. That a radio? Warte, wir wissen, wie, was passieren wird. Yes, you're through to Carla. Livy, legend in the flesh. Okay, it's clear you're alive. I have a friend who needs help. Any chance you could get to the Halpern Hotel, like, soon? Maybe. What's the issue? I'm... Hold up. Ah. I'm Hannah. I'm hunkered down with my BCLA buddies in the rental we share in the Venice Canals, but I've lost contact with one of them. Rav. He's a med student. I think I know why he's not returning your calls. You haven't seen the Bobcats in action. He's a survivor. And he's been making... unique weapons. He'll make it worth your while. I've seen dumber people still alive. All right, let's get to the Halperin. Okay. Das Halperin war noch mal wo? Ist wahrscheinlich einfach nur eine Nebenquest. Ach guck mal, eine Werkbank. Auf welcher Waffe wollen wir das denn drauf haben? Komm. Ach, darf ich da nicht. Darf ich das nur auf stumpfe Waffen? Ich darf es nur auf stumpfe. Dann wird unser Hammer eventuell... Nee, warte, der Hammer ist zu wertvoll mit dem Mod. Ach, ich habe zwei Hammer. Einen improvisierten und den Vorschlaghammer. Ich gebe dem improvisierten mal den Säuremod, dann kann ich die auch unterscheiden. Schau mich jetzt hier noch ein bisschen um. DD09. 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 Your faithful little friend. Das hörte sich nach einer fröhlichen Werbung an. Schön, dass hier so gut wie nichts drin ist. Aber hey, wir durften mal einer fröhlichen Werbung zuhören zur Abwechslung. So, warte mal, ich will jetzt auch sehen, wie das aussieht. Nebenbei, da ist mein dicker, fetter Hammer. Rutsch mal raus, ich will's sehen. Ah, so sieht das Liquidieren aus. Da kommt irgend so eine Flüssigkeit vorne raus. Na gut, wenn wir da lang gehen, dann triggern wir wahrscheinlich irgendwas. Weil ich kann mir vorstellen, dass es hier aus der Map rausgeht. Da geht es nach Beverly Hills. Wir könnten hier die Geldkassette holen. Aber ich würde hier sowieso erst dann alles aussammeln, wenn ich wirklich alle Schlüssel holen kann. Den Sicherungskasten hier habe ich, glaube ich, sogar geöffnet. Oder? Ne, wenn das in der Nähe ist, dann kann ich hier noch eben kurz einen Sicherungskasten aufmachen. Guck, da vorne soll es sein. Aber das Tor öffnet sich, glaube ich, nicht mehr für mich. Ja, der Teil hat sich erledigt. Hier eventuell? Nee. Komme ich nicht mehr drüber. Müsste ich einmal komplett nochmal den ganzen Weg laufen. Und habe ich ehrlich gesagt nicht so die große Lust drauf. Aber wir haben ja den Plan fürs nächste Mal auf jeden Fall, ne? Wir wollen mit Sam hier die Waffen stehen.
Beim Halperin Hotel, das war, glaube ich, das Hotel, bei dem wir drin waren und die Muskelbraut so gesehen vernichtet haben. Ich kann ja hier LA gucken. Ja, hier. Es war bei dem ein Hotel. Das heißt, da müssen wir nochmal hin. Wo ist das? Auch in derselben Richtung. Ja gut. Ich würde dann hier für heute Schluss machen. Hier sind wir in der sicheren Zone. Wir haben einiges erlebt heute. Haben einen neuen Zombie-Typus getroffen, den wir wahrscheinlich jetzt häufiger sehen und der mich ultra nerven wird. Weil fernkämpfende Zombies sind nicht angenehm. Und vor allem, wenn die dann auch noch den Bildschirm vollkleistern. Also, ich hatte ja dann immer so ein verschwommenes Bild, wenn der mich getroffen hatte. Das hat mich schon ein bisschen genervt. Auf jeden Fall. An die YouTube-Gemeinschaft, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Natürlich auch ein Follow auf Twitch. In der Beschreibung verlinkt. Und von YouTube verabschiede ich mich als erstes. Ciao.